bei meinem ersten Ironman in Frankfurt sind wir mit 3.500 Leuten gleichzeitig in den Langener Waldsee. Das kann man sich ja vorstellen, als wenn man so ein Stück Fleisch in den Piranha-Teich schmeißt. Also das ist nur Gewimmel, Geschlage. Man kriegt eine halbe Stunde lang mindestens Tritte und Schläge ab, bevor man sich da so rausgewühlt hat. Herzlich willkommen zu Charakterköppe. Charakterköppe ist eine B3-Plus-Produktion und mein Name ist Alexander Westvater. Und ich treffe mich in diesem Podcast mit Menschen, die einen besonderen Charakter haben, die irgendwelche Dinge tun, die... Ja, ja, bla bla, das kennen wir ja mittlerweile. Heute läuft es mal anders. Heute weiß Alex nicht, wer als Gast kommt. Also konnte er sich auch nicht vorbereiten. Den einzigen Hinweis, den Alex jetzt von uns bekommt, sind ein paar wenige Stichpunkte zu dem Gast. So, neue Hinweise, neuer Podcast, neue Hinweise. Die Hinweise sind Gold, Alleinerziehend und Iron Man. Gold, Alleinerziehend und Iron Man. Iron Man hatten wir doch schon mal, oder? Irgendein Gold klingt auf jeden Fall nach, ist derjenige reich? Wenn er alleinerziehend ist, weiß ich nicht genau. Fällt mir keine Person zu ein. Ich kenne keinen, der Gold hat. Zumindest hat er es mir nie gesagt bis jetzt. Nee, keine Ahnung. Bin gespannt. Willkommen bei Charakterköppe Blind Date. Hi, guten Morgen. Guten Morgen. Ich kenne dich überhaupt nicht. Ja. Du mich, kennst du mich? Nein, auch nicht. Ah, schön, dann haben wir hier wirklich ein Blind Date. Ja, genau. Ich habe dein Gesicht wahrscheinlich noch nie gesehen, oder? Oder irre ich mich? Oder sage ich jetzt gerade Dinge, die dann peinlich werden? Nein, das wird nicht peinlich. Okay. Ich bin der Alex. Ich bin der Frank Metzger aus Rodenburg. Hallo Frank, du bist herzlich willkommen bei Charakterköppe. Ja, danke schön. Schön, dass du da bist. Ja, ich weiß gar nicht, wie geht es dir? Mir geht's gut. Bin heute Morgen schon eine Stunde früher aufgestanden, um das alles auf die Reihe zu kriegen, was ich so mache. Mit dem Hund rausgehen, hab schon Sport gemacht, hab schon eine Stunde an der Arbeit alles ein bisschen eingeläutet, damit alles funktioniert, wenn ich nicht da bin. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange wir hier so Zeit verbringen miteinander. Ich weiß auch nicht. Wir lassen es einfach auf uns zukommen. Ja, genau. Wenn dir jemand die Frage stellt, wie geht es dir, und du jemanden nicht kennst, also wie wir jetzt, wir sehen uns jetzt zum ersten Mal, ne? Ja. Kann man einem jemanden diese Frage ehrlich beantworten? Ja, die Frage stelle ich mich auch oft, wenn mir jetzt auf der Straße jemand begegnet, den ich auch so kenne aus der Schulzeit oder was, und er ruft dann rüber, Frank, ja, wie geht's, alles klar. In allermeisten Fällen sagt man ja nicht die Wahrheit, wenn es einem nicht so gut geht. Aber heute hätte ich jetzt auch schon gesagt, naja, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen oder habe schlecht geschlafen. Solche Sachen würde ich schon sagen, aber es gibt ja auch größere Probleme, die würde ich dann jetzt nicht ansprechen. Nicht ansprechen. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Leute im näheren Umfeld, die schlechte Diagnosen, gesundheitliche bekommen haben oder so, und dann, dass die das jetzt nicht so an die große Glocke hängen, das... Ja, das ist dann klar. Verständlich. Ja. Aber mir geht es eigentlich sehr gut und von daher kann man da frei drüber sprechen. Es ist schön, es ist gut, wenn es dir gut geht. Aber das ist natürlich eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn Leute mich fragen, wie es mir geht. Ja. Und ich weiß dann immer gar nicht genau, man will ja nicht hausieren gehen mit seinen Problemen, erstens. Und zweitens will man ja auch, also das Empfinden ist ja oft auch so, dass man sagt, okay, eigentlich, ey, gerade ist da Druck und da Druck. Und dann denke ich, okay, wir sind jetzt uns dreimal begegnet und jedes Mal habe ich gesagt, oh, gerade echt schwer und so. Ne? Und dann denke ich, okay, das geht irgendwann auch auf den Nerv. Was mache ich denn jetzt? Sage ich dann jetzt ab jetzt immer lieber, nee, alles gut, schön? Oder wie ehrlich sollen wir sein? Ja, ich habe für mich festgestellt, dass ich mir Mühe gebe, ein bisschen ehrlicher zu sein. Bei dieser Frage, ja. Grundsätzlich, ja. Ja, ich hatte jetzt erst mit einem Kumpel aus früheren Tagen, der mich auch genauso auf der Straße angesprochen hat, und dann habe ich einfach mal so 5 Minuten ein bisschen was erzählt, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Und das hat ihn auch ein bisschen gewundert und er hat sich dann auch ein bisschen geöffnet. Und ich glaube, am Ende waren wir so ganz froh über dieses doch offene Männergespräch, ja, sozusagen. Ja, das ist ein bisschen mehr als nur, ja, gut, ja, und dir auch, ja, gut, und Wetter, ja, auch, okay, alles klar, mach's gut. Dieses typische. Genau, und da versuche ich auch ein bisschen dran zu arbeiten. Ich glaube, ja, das tut ganz gut.
Finde ich gut. Ich hab noch nicht so die richtige Gratwanderung, den richtigen Weg habe ich noch nicht gefunden, muss ich sagen. Weil man kann ja auch nicht bei jedem immer alles sein Herz da ausschütten. Das geht natürlich auch nicht. Und Menschen sind ja auch unterschiedlich, haben ja auch ein echt unterschiedliches Interesse daran. Ne? Also manche, die fragen, wie geht's dir? Und die interessiert es überhaupt nicht. Die sagen, okay, gut, jetzt fängt er an und er erzählt mir seine Lebensgeschichte. So war das gar nicht gemeint. Und andere gehen natürlich vielleicht damit auch und sagen, boah, hast du gehört, der Frank, dem geht's das und das und so. Das ist natürlich auch eine Sache. Und man hat ja nicht mit jedem so ein persönliches Gespräch, aber dieses Unehrliche immer, einfach nur alles gut, es fühlt sich irgendwie auch dumm an. Ja. Warum geht's dir gut? Was würdest du sagen, ist der Grund, dass du sagst, ich fühle mich gut? Na, im privaten Umfeld ist alles in Ordnung und ich bin sehr engagiert, was das Sportliche anbelangt. Das sieht man, und du hast schon Iron Man auf deiner Jacke stehen. Genau, und ich treibe fast täglich Sport. Ich kann so sagen, ich werde morgen 58. Ja, okay, sieht man die nicht an. Und ich habe halt, wie gesagt, treffe viele Klassenkameraden und so weiter von Leuten von früher, wo man einfach schon sieht, dass es denen nicht so gut geht körperlich. Die humpeln, haben schon ein kaputtes Knie, wiegen teilweise ein bisschen mehr, als man vielleicht sollte. Und also körperlich geht es mir sehr gut. Und das strahlt man vielleicht auch ein bisschen aus. Und das private Umfeld ist halt auch alles in Ordnung. Das heißt, ist es so, dass du sagen würdest, wenn es normal geht, also wenn alles so in Ordnung ist, das gibt dir ein Gefühl, dass es dir gut geht? Ja, auf jeden Fall. Okay. Und dass ich auch schwierige Zeiten schon hinter mir gelassen habe. Ja. Und im Augenblick das heißt alles halb voll anstatt halb leer. Ja, es ist schön. Das ist gut, wenn das so ist. Das mag ich. Ich mag das selber auch, wenn es mir so geht. Du machst viel Sport. Also das ist schon beim den ersten Sätzen merken wir, es geht um Sport. Was bedeutet, du machst Sport? Ja, also 1989 habe ich angefangen, Mountainbike-Rennen zu fahren. Und das sind jetzt 35 Jahre. Und dann sind Läufe noch dazugekommen. Und seit 2003 mache ich Triathlon. Und das bedeutet einfach mehr oder weniger tägliches Training. Und Triathlet ist man eigentlich 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also morgens das Frühstück ist schon abgestimmt auf das, was man vielleicht in der Mittagspause trainiert oder noch vor der Arbeit. Und das Abendessen ist auch schon wieder in die Richtung, was hat man trainiert, was will man morgen trainieren, wie sieht es auf der Waage aus. Mhm. Und ja, jetzt sind es 35 Jahre, wo ich das sehr intensiv mache, davor schon ein bisschen, und es sind ungefähr 400.000 Kilometer, die ich schon zu Fuß auf dem Rad und im Wasser zurückgelegt habe. 400.000 Kilometer? 10-mal um die Erde, ja. Dieses Jahr 6.000 Kilometer bis jetzt. Wir haben ja erst Anfang des Jahres, die ersten Sonnenstrahlen kommen erst. Ja, man macht viel auf dem Hometrainer oder man kann auch bei schlechtem Wetter laufen, schwimmen. Okay. Genau. Das heißt, das klingt schon so, als wenn das dein, ist das plump gefragt, ist das dein Lebensmittelpunkt? Also na, der Sport. Ich habe drei Lebensmittelpunkte, würde ich sagen. Ist die Familie, Beziehung, die Freundschaft und dann die Arbeit und der Sport. Drei Säulen habe ich, würde ich sagen. Also Familie, Arbeit und Sport. Ja. Ja. Wie sieht das bei dir in der Familie aus? Ich habe eine ältere Tochter aus erster Ehe, die auch sehr lange bei mir gewohnt hat. Da war ich alleinerziehender Vater. Jetzt ist er halt 26, macht ihren Weg. Läuft alles sehr, sehr gut. Super glücklich, super stolz. Hat studiert, war in England. Hat einen tollen Job jetzt. Bin ich safe, bin ich mega happy. Schön. Sehen uns fast täglich, tauschen uns aus. Also hast du eine gute Beziehung zu deiner Tochter? Ja, ein Traum. Ich bin der beste Papa der Welt, kriege ich immer noch gesagt. Wie macht man das? Der beste Papa der Welt zu sein? Ja. Ich brauche das als Tipp. Na, als die Trennung war, hat sie ja noch am Anfang nicht bei mir gewohnt. Da hatten wir täglich Kontakt. Wir haben über FaceTime Hausaufgaben gemacht. Wir haben zusammen dann abends Fernsehen geguckt, sie 400 Kilometer weit weg. Oh. Mit den modernen Mädchen war das halt alles möglich. Und immer die Ferien zusammen verbracht und einfach sehr, sehr viel investiert und immer, immer da gewesen. Also das klingt nach Zeit. Also der Schlüssel Zeit ist, den du mit deiner Tochter verbracht hast. Zeit und
zuhören und da sein. Ja. Mhm. Genau. Wie lange ist das jetzt her, die Trennung, dass ihr... Ewig lange her, die war 4 Jahre alt. Oh, okay, also jetzt 22 Jahre her. Ja, okay. Genau. Okay, die zweite Säule ist Arbeit. Wie sieht das bei dir da aus? Ich bin Goldschmiedemeister und Augenoptikermeister und habe einen eigenen Laden in Rothenburg. Und da habe ich halt eine kreative Säule halt noch und bin halt im Gesundheitswesen. Also ich helfe Leute und kann Leuten schöne Dinge machen. Und zum Beispiel Trauringe fertige ich jetzt wieder an für jemanden oder für ein Paar, wo man dann vorher sich zusammensetzt, wie sollen die aussehen und so weiter. Und dann. Das sind dann so ganz individuelle Arbeiten? Ganz individuelle Arbeiten und man fühlt sich dann rein in die Leute und man, also ich persönlich nehme dann Kontakt auf zu den Leuten, auch innerlich. Und wenn ich dann die Ringe mache an meinem Werktisch, bin ich auch immer mit den Gedanken bei diesen Personen und wie die waren, was die so erzählt haben und bringe da auch ein Stück von mir selber mit ein in diese Arbeit und das macht halt auch glücklich. Mhm. Okay, wie wird man denn Goldschmiedemeister? Ja, man kann das lernen. Ich habe in Kassel Augenoptik gelernt und nebenan war eine Silberschmiede und dann bin ich quasi in meiner Mittagspause immer rüber in die Silberschmiede. Und habe da Silberschmieden privat quasi gelernt und habe dann bei der Handwerkskammer eine Prüfung abgelegt als Goldschmiedemeister. Und aber ist das dann, macht man das dann, weil man da Interesse daran hat, weil man Hobby oder weil es nichts anderes gab? Oder was, warum macht man das? Also, das ist jetzt so weit weg von mir, von dieser Beruf, dass ich mich frage, wie kommt man da hin? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Also, ich habe eine ältere Schwester, die ist 3 Jahre älter und schon als ich dann 10 war, 11, 12, habe ich schon immer viel so Sachen auch gebastelt, auch mit Lego oder Fischertechnik oder Modellbau und habe dann aber auch schon mal für meine Schwester oder ihre Freundin Schmuck oder so gemacht, so Ohrringe irgendwie aus Blech und so irgendwie so Basteleien. Gab es ja auch mal im Jugendzentrum vielleicht so Bastelgeschichten und mit 13 wusste ich, dass ich Goldschmied werden will. Ich wusste es einfach. Mit 13 schon? Ja, und dann habe ich aber erst eine Lehre als Augenoptiker gemacht und bin dann halt erst mit 25 Goldschmied geworden, aber ich wusste es mit 13 schon. Oh, das ist beeindruckend. Stand einfach fest. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Es ist in mir drinne so gewesen. Und da hast du heute noch Spaß dran? Ja, nicht immer, weil manche Sachen ist halt dann auch viel mit Reparatur oder nicht so spannend, aber diese individuellen Aufgaben, wenn jetzt... Ja, manchmal macht man auch ein bisschen traurigere Sachen. Wenn jetzt ein Ehepartner stirbt, verarbeite ich dann den Ehering oder die Eheringe zu einem neuen Schmuckstück. Habe ich jetzt auch erst wieder was gemacht. Das ist dann auch ein bisschen traurig, aber es macht trotzdem zufrieden halt. Und man hat da eine besondere Aufgabe halt. Das macht dann schon Spaß. Es erfüllt mich dann halt. Auch mit Stolz dann halt. Dass man sowas kreiert hat, was Leute... Ja, und dass die Leute auch das Vertrauen haben. Die sprechen ja dann auch oft und offen dann über das Ende dieser Beziehung halt. Ne? Das heißt, du bist ein bisschen Seelsorger dann auch? In dem Fall dann auch, ja. Dann höre ich schon auch zu. Welche Menschen kommen zu dir und sagen, ich will individuelle Eheringe? Also wenn man ich wäre wahrscheinlich einfach zu irgendeinem Juwelier gegangen, wo sie in der Auslage liegen und dann gucke ich und wenn mir was gefällt, dann gehe ich rein und sage, guck mal hier, die will ich. Ja, viel ist Mundpropaganda. Dann, wenn man einmal sowas schon gemacht hat, dann sagen die, ja, ich habe hier meine Freundin, die hat da letztes Jahr von euch Ringe machen lassen und das würde mich auch interessieren. Oder öfters dann auch, wenn Leute schon lange verheiratet sind und dann haben die jetzt 20-Jähriges oder 25-Jähriges, dann lassen sie sich teilweise auch nochmal einfach neue Ringe machen, weil die anderen verschlissen sind oder verloren oder auch schon jahrelang nicht mehr gepasst haben. Und die kennen ja das Geschäft dann schon. Also ich selber bin ja seit 1995 da und die Firma gibt es ja schon seit über 100 Jahren in Rothenburg. Früher Meier und Sohn, jetzt Rothenburger Gold- und Brillenschmiede. Ah, jetzt habe ich's. Das kennt man dann. Ja. Da geht man dann schon mal hin und fragt. Und sind individuelle Ringe dann eben, keine Ahnung, doppelt so teuer als die man in so fertige Ringe kauft? Eigentlich kosten sie genauso oder weniger, weil ja direkt vom Hersteller ist. Und wenn jetzt so ein reines Trauring-Geschäft oder so, die nicht anfertigen, die müssen sie ja ankaufen. Und die wollen ja dann auch was verdienen und müssen dann ihre Marge aufschlagen. Und ein Aufschlag fällt ja quasi weg, wenn es direkt vom Hersteller ist.
Interessant, weil ich hätte jetzt erwartet, dass sie viel teurer sind, wenn sie so individuell angefertigt sind. Nein, sind sie nicht. Und was dann noch dazu kommt, Gold ist ja sehr teuer und das ist ja fast das Teuerste an so einem Ring. Und dann bringen die Leute, haben die Möglichkeit, eigenes Gold mitzubringen, was auch sehr oft gemacht wird. Also gerade jetzt bei den Trauringen, die ich jetzt gerade mache, hat die Dame von ihrer Großmutter einen alten Trauring mitgebracht, der da quasi mit eingearbeitet werden soll. Und dadurch hat sie ja schon mal einen großen Preisvorteil vom Material her und hat noch halt das Individuelle dabei. Das cool. Kann ja so keiner leisten sonst, wenn man das irgendwo kauft. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass sowas geht. Gut, ich hatte jetzt auch kein Gold, aber... Ja, aber ganz früher war das ja so üblich, als unsere Eltern geheiratet haben, wurde oft Gold mit zum Juwelier gebracht, damit man überhaupt Ringe bekommt. Von daher haben das so manche noch auf dem Schirm. Mir fällt noch gerade eine Sache ein. Du hast gerade gesagt, mit deiner Tochter bist du total happy und glücklich und so. Sie hätte studiert und war im Auslandsjahr und so. Und da habe ich mich gerade gefragt, was ist das, was uns glücklich macht an unseren Kindern? Was macht es aus, dass wir entweder zufrieden und glücklich und dankbar sind oder eben sagen, ist nicht so dolle? Na, mich macht es glücklich, dass ich das Gefühl habe, dass sie eine selbstständige, selbstbewusste Person ist, die auf eigenen Füßen stehen kann und die dann auch irgendwann ohne mich zurechtkommt. Ja, okay. Das macht mich glücklich. Quasi, dass du ist es so, dass du dann deiner Aufgabe nachgekommen bist und sie im Grunde großgezogen hast und sie zu einer selbstständigen Person erzogen hast? Ja, selbstständig und selbstbewusst, ja. Mhm. Dass sie klarkommt im Leben und dass ich mir, wenn ich mal nicht mehr bin, dass ich mir darum quasi keine Sorgen machen muss. Ja, das ist schön. Und sie hat auch eine glückliche Partnerschaft, sie wird im Sommer heiraten. Sie bekommt Ringe von ihrem Papa, individuelle. Was hätte es mit dir gemacht, wenn sie gesagt hätte, Papa, guck mal da, ich habe mir Ringe gekauft. Das würde sie einfach nicht machen. Sie ist auch ganz stolz auf ihren Papa und ist ja auch an dem Goldschmiedetisch mit groß geworden. Mhm. Da sind so kleine Einritzungen von ihr, als sie als Kind auf meinem Schoß saß und ich gearbeitet habe. Also sie ist an dem Tisch mit aufgewachsen. Wie lange bist du schon selbstständig? Seit 95, fast 30 Jahre dann. Nächstes Jahr ist 30-Jähriges. Hm? Gibt es ein großes Fest? Na, 25 Jahre war ja Corona-mäßig nicht so. Ja, mal gucken, wie wir das feiern. Das Fulda-Ufer wird ja neu gemacht vom Laden. Vielleicht kann man das alles irgendwie verbinden. Bist du alleine oder hast du noch Mitarbeiter? Ich bilde ja von Anfang an aus und habe eine Goldschmiedegesellin ausgebildet, die jetzt schon auch seit 10 Jahren Vollzeit bei mir ist. Und jetzt habe ich auch noch eine Augenoptikerin, die in Teilzeit bei mir ist. Okay. Und ausgebildet habe ich schon viele. Also ich kann Augenoptiker und Goldschmiede ausbilden. Und teilweise hatte ich auch schon mal, glaube ich, 3 oder 4 Lehrlinge. Gleichzeitig war ja fast wie eine Schule. Aber das wird deutlich weniger. Und Goldschmied ist auch ein aussterbender Beruf, denke ich. Es gibt ja nur noch sehr wenige. Es gibt noch einen in Bad Hersfeld. Einen jetzt in Rothenburg, das bin ich, und einen in Melsungen und dann in Kassel. Das ist auf dieser langen Linie sind das 4, 5 Stück. Mehr gibt es nicht. Warum stirbt das aus? Das weiß ich nicht so genau. Also eine Zeit lang ist natürlich Schmuck einfach nicht so angesagt gewesen. Die Leute haben wahrscheinlich mehr das Geld für ein Handy ausgegeben oder für andere Geschichten. Kommt jetzt so ein bisschen wieder, aber ich denke, das Geld wird einfach für andere Sachen mehr ausgegeben. Wie gesagt, Elektrofahrrad, Elektroscooter, Handy, das sind so die größeren Ausgaben. Hm. Und dann gibt es dann eher so Modeschmuck oder sowas. Okay. Wir müssen jetzt mal über deinen Sport reden. Wie bist du denn, also du sagtest, das hat vor 35 Jahren angefangen, ne? Wie bist du da hingekommen? Warum hast du angefangen mit Sport? Ich hatte... Oder habe einen Kumpel, Frank heißt er auch. Wir haben angefangen so ein bisschen, damals ging das los mit Mountainbikes. Das ist so aus Amerika so ein ganz bisschen rübergeschwappt. Da haben wir dann halt auch normale Fahrräder, dann die Schutzbleche abgeschraubt, die Gepäckträger abgeschraubt. Dann haben wir dann gedacht, wir hätten Mountainbikes und sind dann so ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Und dann gab es in Kassel ein Geschäft, das gibt es immer noch, Bornmann. Die haben dann so die ersten Mountainbike-Teile verkauft und dann haben uns da was zusammengespart und die ersten Mountainbikes, würde ich mal sagen, in Rothenburg gefahren und dann
waren wir halt so unterwegs. Und gerade 89 habe ich halt unheimlich im Kopf, weil wir dann in der Rhön waren bei einem Mountainbike-Rennen. Und wir haben so gedacht, mit unseren 2.000, 3.000 Kilometern, die wir im Jahr fahren und mit unseren selber geschraubten Fahrrädern, wir wären hier die Könige und wir würden da mal so ein Rennen mitfahren. Und nach der Startlinie, da sind sie alle an uns vorbeigezischt und wir haben da mehr oder weniger den letzten Platz gemacht. Und das hat dann einfach den Ehrgeiz auch so ein bisschen geweckt. Und dann haben wir so richtig angefangen zu trainieren halt und mehr zu fahren und ein besseres Fahrrad und eine Federgabel. Und dann im Winter konnte man nicht fahren, dann kam das Laufen dazu, dass man halt im Winter nicht so viel verliert an Ausdauer und nicht so viel Gewicht zunimmt. Und so war ich halt ganz gut im Laufen und im Mountainbike fahren, habe dann auch mal Podestplätze belegt und dann wird man halt immer hungriger. Das war dann vielleicht schon fast wieder langweilig oder so und dann habe ich gedacht, machst du mal einen Triathlon, aber auch viel mit Hawaii im Fernsehen, wo dann der Norm Stadler, das war ein ganz toller Athlet, den mochte ich und andere. Und dann habe ich gedacht, machst du vielleicht mal einen Triathlon und dann. Was ist ein Triathlon? Triathlon ist Schwimmen als erste Disziplin, dann sich schnell umziehen, aufs Fahrrad springen, eine Runde Fahrrad fahren und sich dann wieder schnell umziehen und laufen. Und Distanzen? Ja, der erste Triathlon, den ich gemacht habe, es war ein olympischer Triathlon. Das heißt 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen. Und bei meinem ersten Triathlon habe ich 3 Stunden gebraucht. Und da war ich auch relativ weit hinten im Feld. Schwimmen war eine Schwäche von mir. Und da habe ich mich halt auch rangekämpft, bis ich dann auch mal ab und zu einen Podestplatz erreicht habe. Und die nächsten Strecken, es gibt noch einen kleineren Triathlon, das sind 700 Meter schwimmen oder manchmal nur 500, das nennt sich dann Volkstriathlon. Dann fährt man 20 Kilometer Rad und läuft 5 Kilometer, das dauert dann eine Stunde, Stunde 15 für geübtere Leute. Und dann gibt es ja den Ironman. Und das war dann halt die größte Herausforderung. Und den ersten Ironman habe ich dann 2006 gemacht in Rot. Da schwimmt man 3,6 Kilometer. Zieht sich um und fährt 180 Kilometer Fahrrad, zieht sich um und läuft einen Marathon mit 42,2 Kilometer. Und da habe ich beim allerersten Mal 11 Stunden 40 gebraucht und mein allerschnellster war vor 5 Jahren ungefähr in Hamburg. Da habe ich dann 9 Stunden 40 gebraucht. Warum tut man sich das an? Also man wächst da rein und man sucht immer größere Herausforderungen. Wenn man ich suche dann und viele andere mit Streit und suchen dann auch größere Herausforderungen. Dann, ne? Man hat den ersten 10-Kilometer-Lauf geschafft, dann hat man vielleicht die ersten 10 Kilometer mal unter 40 Minuten geschafft, dann will man einen Halbmarathon laufen, dann schafft man den in einer bestimmten Zeit, dann wollte ich einen Marathon laufen, dann wollte ich einen Marathon unter 3 Stunden laufen, dann habe ich das geschafft, dann ging das mit dem Triathlon, dann wollte ich halt einen Triathlon unter 11 Stunden schaffen, dann unter 10, das sind immer so magische Grenzen in dem Sport, ne? Wie der Marathon unter 4 Stunden oder unter 3 Stunden. So ist dann Ironman unter 10 Stunden schon eine besondere, herausragende Leistung und so will man immer mehr. Bist du ein ehrgeiziger Mensch? Das muss man dann, glaube ich, sein, ja. Und bist du ist das so punktuell, dass du sagst, ja, hier in dem Bereich ja und in anderen Bereichen nein, oder bist du überall ehrgeizig in allem, was du anpackst? Na, in dem beruflichen Bereich könnte ich wahrscheinlich ehrgeiziger sein manchmal. Und zum Beispiel den Sport zurückschrauben, weil der Beruf ernährt mich ja und der Sport füllt mich zwar aus, aber er ernährt mich zwar nicht. Da könnte ich sozusagen vielleicht mal einen Lauf weglassen und mal ein bisschen mehr arbeiten, aber das würde mich dann nicht glücklicher machen. Ja. Und wenn ich dann vielleicht eine größere Zahl auf dem Konto hätte, würde mich dann auch nicht glücklicher machen. Und ich kenne auch Beispiele, wo dann Leute gesagt haben, ja, wenn ich dann mal in Rente gehe, dann mache ich nochmal eine Kreuzfahrt oder mache nochmal eine kleine Weltreise und viele von denen kommen halt nicht mehr so weit. Mhm. Und dann habe ich mir so zum Ziel gesetzt, viele Dinge, die nicht total unrealistisch sind oder abgehoben halt, dann zu machen, wenn man dazu bereit ist, um das nicht aufzuschieben. Ja. Und würdest du sagen, dass der Sport dich glücklich macht? Ja, offensichtlich, weil sonst würdest du nicht so viel Zeit investieren. Wie viel Zeit kostet dich das am Tag? Ja. Naja, 2-3 Stunden am Tag. Wenn es nur 2 sind, dann ist am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr. Und 15 Stunden in der Woche sind das dann schon. Und dann läufst du, fährst Fahrrad, du gehst schwimmen? Genau.
Ich bin dann noch im DLRG, damit ich auch Schwimmzeiten habe. Und da engagiere ich mich dann auch ehrenamtlich, helfen wir dann mal beim Strandfest oder hier oder da helfe ich dann halt mal ehrenamtlich und bin auch im LC Marathon im Laufverein und engagiere mich dann da auch. Übernehmen ab und zu mal eine Laufgruppe oder wir helfen dann beim Strandfestlauf und solche Geschichten. Nimm mich mal mit, wenn du jetzt so ein Ironman, also das ist natürlich das höchste. Genau. Also ich könnte 3,6 Kilometer Fahrrad fahren, würde ich, da wäre ich dabei. Gut. Wenn du jetzt denken wir mal kurz drüber nach, der Ironman steht an. Wie bereitest du dich darauf vor? 9 Monate vorher. 9 Monate vorher beginnst du mit der Vorbereitung für den Ironman. Genau, ich habe einen Kalender da liegen, da steht das Datum von dem Ironman und dann schreibe ich da die Wochen rückwärts rein und es gibt dann Abschnitte im Training, das nennt sich dann Base-Training oder Prep, also erstmal eine Vorbereitungsphase, wo man alles so ein bisschen macht und dann eine Base-Phase, wo man sehr lange Einheiten versucht unterzubringen und dann eine Peak-Phase, wo das Training immer intensiver wird und dann gibt es noch eine Phase, wo man sich nur noch auf den Wettkampf vorbereitet, die letzten 2-3 Wochen und alles ein bisschen runterfährt. Und um Kräfte zu bekommen wieder. Um Kräfte zu tanken und so weiter und das ist schon alles, steht eigentlich im Prinzip relativ fest durch Trainingswissenschaft, die man sich dann auch im Laufe der Jahre angeeignet hat, durch Zeitschriften, durch Podcasts sehr viele und viele Wettkämpfe und mit Leuten, denen man spricht und kleine Lehrgänge habe ich halt auch schon gemacht, Schwimmlehrgang oder Trainerlehrgang und solche Sachen, da lernt man dann halt, wie man sowas am besten angeht, dass es auch erfolgreich wird und gesundheitlich halt funktioniert. Du hattest gesundheitlich, du hast gesagt, du hast vorhin, du bist jetzt 58, ne? Genau. 58 und du triffst halt auch Leute, die in deinem Alter sind und siehst, okay, die sehen gesundheitlich, sage ich jetzt mal, nicht so fit aus. Und ich habe immer gehört, dass wenn man so Extremsport macht, dass das eigentlich nicht gesund ist für den Körper. Das ist auf jeden Fall ein Grenzgang. Und man kann ja auch überlegen, wenn man so viel Sport macht, ob man vielleicht sogar sportsüchtig ist. Aber Sportsucht hat halt immer so was Zerstörendes, eine Sucht. Und wir Sportler, Leistungssportler oder Triathleten, das Ziel ist immer der Wettkampf. Und wenn ich jetzt merke im Training, dass die Achillessehne wehtut oder ich irgendwas mache, wenn ich da noch 2-mal drauflaufe, dass dann ein Schaden entsteht und ich dann die nächsten 6 Wochen nicht trainieren kann und dann nicht an dem Wettkampf teilnehmen kann, ist halt die Gesundheit immer an oberster Stelle. Ne? Also ich habe vorhin noch mit einem Freund telefoniert, der hat gesagt, ja, heute Nachmittag wollten wir ja laufen, aber meine Nase läuft so ein bisschen und die Herzfrequenz ist so ein bisschen komisch, lass uns mal den Lauf ausfallen lassen. Also es ist wirklich so in unserer Bubble, man bewegt sich ja nur in Bubbles heutzutage, ist es schon so, dass die Gesundheit auch ganz, ganz oben angesiedelt ist, weil langfristig, wenn man da irgendwas kaputt macht, kann man halt die Leistung nicht bringen und auf den Wettkämpfen nicht mehr performen. Deswegen. Bist du sportsüchtig? Ja, wie gesagt, ich habe es ja versucht zu definieren, sportsüchtig ist man dann, wenn es die zerstörende Komponente halt zulässt. Das heißt, man würde dann weitermachen, obwohl was wehtut, dann würde ich sagen, ist es Sucht. Aber wenn man die Gesundheit immer im Vordergrund hat und auch aussetzt, wenn man krank ist und dann auch wirklich auf dem Sofa sitzen bleibt, denke ich, ist es keine Sucht. Und von daher denke ich, dass ich nicht sportsüchtig bin. Aber das müsste vielleicht jemand von außen nochmal betrachten. Ja, ja. Ja, die Frage ist aber ja, was Sucht ist. Die Grenzen kenne ich halt schon und versuche, mich daran zu halten. Und ich bin ja auch als Trainer tätig, jetzt mehr so im privaten Bereich habe ich ein paar Leute, die ich unterstütze. Und da bin ich mir auch der Verantwortung bewusst. Und da sage ich dann auch immer ganz klar, heute jetzt mal nicht laufen und bist gestern und vorgestern gelaufen. Und wenn du morgen nochmal läufst, dann könnte man schon von Sucht reden. Halt mal die Füße still und dann wirst du auch merken, dass es dann in 3 Tagen noch mal umso besser läuft. Und die Leute, die auf mich hören, die kommen auch alle sehr weit. Okay. Also ich habe jetzt 5 Leute in den Jahren 1:1 beraten und das jeder mindestens einmal Hessenmeister oder mehr geworden. Beim Laufen jetzt oder? Laufen, Triathlon, Schwimmen ist egal. Also. Jetzt nochmal, wir müssen noch zum Ironman zurückkommen. Ja. Jetzt trainierst du. Das ist ja schon unfassbar aufwendig. Ne? Also wenn du jetzt wenn du am Ende 11 Stunden irgendwie laufen und fahren und schwimmen musst, ne, dann
dann hast du ja eine unfassbare Vorbereitungsphase. Genau, 9 Monate, wie gesagt. Ja, und auch die dann ja auch sehr zeitintensiv ist, täglich. Ja. Das heißt, da stellst du auch alles andere im Grunde zurück in dieser Zeit. Oder hatte man dann noch ein Privatleben in dieser Zeit? Oder ich meine, das ist ja das Privatleben, aber hat man dann noch was anderes außer Sport? Ja, wie gesagt, die Familie und die Arbeit ist ja auch noch da. Hm. Und einen Hund habe ich noch und Freunde. Aber es entwickelt sich schon so, dass die Freunde dann eher Sportler sind als Dartspieler in der Kneipe. Ja, okay. Also das Leben verschiebt sich schon in diese Richtung. Aber die Freundschaften entwickeln sich dann halt. Ne? Man lernt dann halt Leute kennen, die die gleichen Interessen haben. Das ist ja eigentlich, denke ich, immer so im Leben. Ja. Ob man jetzt halt Dart spielt oder Motorsport macht oder am Computer zockt. Sowas fällt jetzt zum Beispiel bei mir komplett weg. Dafür habe ich einfach kein Interesse und keine Zeit. Bist du in einer Beziehung? Ja. Und deine Partnerin, läuft die mit? Die ist jetzt Hessenmeisterin geworden bei 10 Kilometer Laufen zum Beispiel. Ja. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Ja. Okay. Und haben uns auch wahrscheinlich mehr oder weniger durch den Sport kennengelernt, ja. Das klappt auch, wenn es nur einer macht, aber da muss der andere auch schon ein anderes starkes Hobby haben oder so, aber es müssen nicht zwei Sportler immer zusammen sein, aber wenn jetzt einer immer nur zu Hause sitzen würde und warten würde auf den anderen, das funktioniert, glaube ich, nicht. Also ich glaube schon, dass in einer Beziehung die Interessen, also wir dürfen alle unterschiedliche Interessen haben, aber ich glaube, das tut schon gut, wenn man auch Dinge hat, wo man sehr stark gemeinsam Interesse dran hat, sonst wird das schwierig. Ich versuche immer bei mir in der Ehe Dinge zu finden, die uns beiden auch irgendwie Freude machen. Also zu sagen, komm, das machen wir zusammen und nicht nur ich gehe Fahrrad fahren und du gehst laufen und das nächste Mal andersrum. Ja. Sondern, dass wir Dinge gemeinsam, wo wir uns auch gemeinsam drauf freuen und Hobbys. Aber es gibt so Partnerschaften, das finde ich auch interessant. Also man kennt ja viele Sportler und Sportlerpaare und lernt die so ein bisschen kennen und manche sagen auch, ich könnte mit meinem Partner nie zusammenlaufen oder so, weil die dann unterschiedliche Geschwindigkeiten scheinbar haben oder unterschiedliche Interessen oder, aber das klappt bei uns eigentlich sehr gut. Was für ein Typ muss man sein, um beim Ironman mitzumachen? Also wie würdest du dich beschreiben? Was sind das für Eigenschaften, die man mitbringen muss? Na, bei dem Ironman selber gibt es ja auch unterschiedliche Typen und Klassen, würde ich sagen. Also es gibt ja auch welche, die das ist so eine Art Thekenwette oder so, die machen das vielleicht einmal im Leben oder die sagen sich, einmal im Leben möchte ich das machen. Das sind dann halt die Leute, die vielleicht 16 Stunden brauchen oder 15 und dann den meisten Teil des Marathons laufen. Und dann gibt es halt die ehrgeizigeren Leute, wo ich mich halt dazu zähle. Man muss auf jeden Fall zielstrebig sein und einen langen Atem haben und auch darf sich von Rückschlägen auch nicht so unterkriegen lassen, weil die kommen immer bei so einer langen Vorbereitung. Was sind Rückschläge? Also wie sieht ein Rückschlag aus? Na, wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte Corona schon mal oder vor Corona oder so, gibt es ja auch noch normale Erkältung, normale Grippe oder auch mal ein Fahrradsturz, der bleibt auch nicht aus. Ich hatte auch schon mal 1-2 schwerere Stürze, wo ich mir auch schon mal was gebrochen habe oder so. Da kann man halt dann auch mal 4-6 Wochen nichts machen, das bezeichnen Sportler dann als Rückschläge. Ja. Weil man dann viel verliert von dem Training, was man aufgebaut hat. Und man muss einfach Ausdauer haben und strukturiert muss man sein, sehr strukturiert. Also es ist manchmal, dreht sich um 5 Minuten, wenn ich jetzt einen Kunden habe, wo es 5 Minuten länger dauert, dann weiß ich schon, kann ich diese eine Runde, die ich mir für heute Mittag vorgenommen habe, nicht laufen, dann muss ich halt eine andere Runde laufen oder es ist manchmal wirklich auf 5 oder 10 Minuten alles durchgetaktet. Der Hund hat dann genau seine Zeit, wo ich mit ihm gehe. Und das muss dann auch passen. Also das ist sehr durchstrukturiert, von morgens bis abends. Dein Tag, ist das jeden Tag so oder nur, wenn du irgendwie dich vorbereitest? Ja, mittlerweile setzt man da nicht mehr aus. Also wir stehen auch sonntags um 6 auf, weil wir um 8 dann als erstes im Schwimmbad sein wollen, damit wir eine freie Bahn bekommen. Also wir stehen dann schon auf und frühstücken und gehen dann schon mit dem Hund und um 8 Uhr, meine Freundin und ich, stehen dann an der Leine vom Schwimmbad, damit wir die Bahn haben und dann unsere 1,5 Stunden schwimmen können. Und warst du schon immer so? Wenn du dich, jetzt gehen wir mal
40 Jahre zurück. Ja. Na gut, 40 Jahre warst du, na gut, da warst du 18. Sag mal, als du 20, 25 warst, warst du da auch so strukturiert und so zielstrebig oder? Ich würde noch weiter zurückgehen. Also bis ich 18 war, habe ich überhaupt keinen Sport gemacht. Da habe ich mich sehr viel mit Modellbau und noch kleiner mit Basteleien beschäftigt, also Lego und was man also als 6-, 7-, 8-, 9-jähriger Junge so macht. Und selbst da war, wenn ich ein Projekt angefangen habe, dann gab es da auch keinen Halt mehr. Dann wurde dann auch die Nacht durchgelegot und am nächsten Morgen aufgestanden. Also es ist eigentlich schon immer so, dass ich das, was ich, die Ziele, die ich habe, die verfolge ich schon sehr, also sehr geizig und strukturiert. Ja. Also du hast schon fokussiertes dann, also die Dinge, die du auswählst, da bist du schon fokussiert dann drin. Genau. Das heißt, das ist eine Charaktereigenschaft, die du im Grunde hast, die du dir nicht erarbeitet hast, in Anführungsstrichen, sondern die du einfach hast. Ja. Kann jemand, der das nicht hat, auch Ironman laufen? Ja, schon, aber es wird schwerer und der braucht Input von außen. Es gibt ja auch die Leute mit intrinsisch und extrinsisch motiviert. Und jemand, der nicht so strukturiert ist und nicht so willensstark ist, der muss dann extrinsisch motiviert werden. Der braucht Schläge. Der braucht einen Plan und der braucht jemanden, der dann auch vielleicht jeden zweiten Tag fragt, hat es geklappt, hast du den Plan erfüllt, warum hast du den Plan nicht erfüllt, müssen wir was umstellen. Okay. Wenn wir jetzt zurückkommen, immer wieder zum Ironman. Dieser Tag rückt näher. Ich bin der erste Ironman hier scheinbar. Ja, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der einen Ironman gelaufen ist. Ich habe das natürlich von der Seite schon immer wieder mal mitbekommen, dass Leute das machen. Und ich habe, ist für mich unvorstellbar, dass man das überhaupt irgendwie schafft. Also ich habe tatsächlich mal, bin mal so ein bisschen gelaufen hier, so, ne, so 5, 6, 7, 10 Kilometer. Mhm. Und dann, das hat auch nach einer Zeit angefangen, Spaß zu machen tatsächlich. Genau, wenn man so einen gewissen Punkt überwunden hat, dass es nur Arbeit ist und nur anstrengend und nur wehtut. Wenn man mal zwischendurch abschalten kann, dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja, ja, und dann, glaube ich, bin ich krank geworden und dann hörte das auf wieder. Und seitdem ist schwächelt, das sage ich jetzt mal so. Aber auf jeden Fall in dieser Zeit habe ich dann halt immer drüber nachgedacht, okay, wenn jemand jetzt hier nach, na gut, erstmal musst du das ja noch viel, das Vielfache an Menge machen, was ich gerade gelaufen bin, in einer anderen Geschwindigkeit. Und dann musst du noch laufen und schwimmen. Und das ist für mich unvorstellbar. Und deswegen interessiert mich das, was, wie das vorher, wie geht es dir vorher, bevor es soweit ist? Also keine Ahnung, 3 Tage bevor das Event ist. Was geht da in dir vor? Ja, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, ist es oft so, im Training macht man ja manchmal schon eine längere Radausfahrt, also wirklich 120 Kilometer. Und danach zieht man gleich seine Schuhe an und läuft nochmal 20 Kilometer und ist fix und fertig und glaubt eigentlich nicht, dass man das schafft. Oder man fährt nur eine Runde Fahrrad mit Freunden oder alleine, 100 Kilometer oder so, und kommt zurück und denkt sich, jetzt nochmal 80 Kilometer fahren und dann noch Marathon. Das wird, klappt niemals. Aber irgendwie arbeitet man sich dahin, arbeite ich mich dahin, und die 3 Tage vorher, man ist unheimlich fokussiert, und speziell beim Ironman ist es so, dass man braucht ja sehr viel Energie für diese 10, 11, 12 Stunden, und 3 Tage vorher fängt man an zu essen. Da ist man mit Energieaufnahme beschäftigt. Man braucht 800 Gramm Kohlenhydrate pro Tag vorher, also den Donnerstag, Freitag, Samstag isst man mehrere Tüten Gummibärchen jeden Tag und trinkt Fanta und lauter so ungesunde Sachen. Und man geht halt das Material durch die ganze Zeit. Also man, also die 3, 4 Tage, die Woche vorher ist man, muss man am besten Urlaub nehmen, weil man sehr, sehr, sehr viel zu tun hat. Das Material ist sehr aufwendig. Man braucht beim Schwimmen einen Neoprenanzug. Man macht die Brille, Schwimmbrille sauber, dass die nicht anläuft. Man guckt, dass die Radschuhe in Ordnung sind, dass die Laufschuhe in Ordnung sind. Das Fahrrad ist ein sehr wichtiger Bestandteil des ganzen Wettkampfs. Man guckt, ob die Reifen in Ordnung sind, ob die Kette in Ordnung ist, ob die Schaltung in Ordnung ist. Man muss bei einem Ironman 3 Tage vorher anreisen, weil man freitags seine Unterlagen holen muss. Samstags muss man in dieser sogenannten Wechselzone das Fahrrad und die Laufsachen abgeben, und sonntags ist der Wettkampf. Und manchmal ist dann montags erst die Siegerehrung. Also das zieht sich auch immer über einen sehr langen Zeitraum. Der Start bei einem Ironman ist ja meistens um 6 und
die Fahrräder und so werden halt einen Tag vorher abgegeben und die Startunterlagen und alles halt noch einen Tag vorher. Und von daher hat man die ganze Woche extrem viel zu tun, eventuell eine Anreise halt, ne? Der nächste legende Ironman ist ja in Frankfurt dieses Jahr. Dann gibt es noch einen in Hamburg und in Rot bei Nürnberg. Das ist auch eine Langdistanz, nennt sich das ja, aber der Ironman ist ja eigentlich der Anbieter. Und ja, okay. Es gibt ja noch eine Langdistanz in Rot, das nennt sich dann Challenge, ist dann ein anderer Anbieter. Aber das ist ja so ähnlich wie Tempo bei Taschentüchern oder so, also das ist ein Pseudonym geworden. Aber Ironman ist eigentlich der Anbieter dieser Veranstaltungen. Die haben es sozusagen erfunden und auch den Namen geschützt, aber mittlerweile gibt es halt noch mehr Langdistanzen, ist dann der Oberbegriff. Wie viele Ironmans oder Langdistanzen hast du gemacht schon? 10 bis jetzt. Du, 10 Mal hast du das schon gemacht? Ja. Und letztes Jahr war ein besonders krasses Jahr. Da war ich im Frühjahr zu einem Ironman in Afrika. Bin ich also in Südafrika, in der Nelson Mandela Bay im Pazifik geschwommen und dann halt durch Afrika geradelt und dann noch an der Küste von der Mandela Bay gelaufen und habe da den 7. Platz gemacht in meiner Altersklasse. Wow. Und damit habe ich mich dann für die Ironman WM qualifiziert. Und das ist ja eigentlich immer auf Hawaii, aber der Anbieter Ironman hat das halt aus Werbegründen so gemacht, dass jetzt nur jedes zweite Jahr die Männer in Hawaii sind und die Frauen im Wechsel. Und der zweite Weltmeisterschafts-Ironman ist dann in Nizza in Frankreich. Und dann habe ich letztes Jahr den Ironman in Nizza, Frankreich, die WM, mitgemacht. Da ging es mir allerdings nicht so gut, da hatte ich so ein bisschen Magenprobleme. Die Platzierung war nicht so toll, aber das Erlebnis war Wahnsinn. Das ist ein Ironman durch die französischen Alpen gewesen. Man hat also auch noch 2500 Höhenmeter zu bewältigen bei den 180 Kilometern und läuft dann in Nizza an der Küste noch ein Marathon und das war mein Highlight dann letztes Jahr. 2 Ironman und einer halt in Afrika und einer in Frankreich. Aber das ist ja auch nochmal, du hast ja ganz unterschiedliche Gegebenheiten, ob du jetzt in Afrika das machst oder ob du das in Frankreich machst oder das, ob du das in Hamburg machst. Genau, und es gibt auch einen in Norwegen, Northman, da ist dann halt immer kalt und Regen. Weil der auch fast im Winter ist. Ja, also es ist immer unterschiedlich. Und in Hawaii wäre es dann auch sehr, sehr heiß geworden, aber noch eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist da zum Beispiel. Und wie bereitet man sich darauf vor? Oder ist das egal? Ist egal, Ironman ist Ironman, so bereitest du dich immer auf den gleich vor? Nee, wenn man jetzt weiß, dass es in die Berge geht, dann fährt man halt vorher ein bisschen mehr Berge. Zum Beispiel bin ich dann zum Meißner hochgefahren oder zum Eisenberg, haben wir ja hier bei uns, oder auf die Wasserkuppe mit dem Fahrrad. Und Hamburg zum Beispiel ist ganz eben am Deich lang, den habe ich auch schon mitgemacht. Da fährt man dann halt flach, da fahre ich dann halt 3-mal nach Melsungen und zurück. Und wenn du so einen Ironman hast, du sagst du gerade, ja, ich muss ja nach der Kette gucken, nach den Reifen gucken. Also so ein Reifen kann ja mal so schnell kaputt gehen, ne? Ja. Ist dann der Lauf gelaufen sozusagen? Also früher, also man nimmt auf jeden Fall einen Schlauch, Flicken und eine Pumpe mit. Manche auch 2, also man ist da selbst verantwortlich. Also du hast kein Team, was neben dir mit dem Auto herfährt, wie das beim Race Across America zum Beispiel ist. Ja. Oder bei Tour de France. Ja, genau. Nee, beim Ironman ist es so, dass man keine Hilfe von außen annehmen darf. Das heißt, wenn ich jetzt einen Platten habe und man fährt jetzt in Hamburg zum Beispiel durch irgendwelche Dörfer oder kleine Orte und da kommt der Nachbar raus und hilft einem, den Reifen zu flicken, dann wird man disqualifiziert. Man muss sich halt selber drum kümmern. Aber seit ein paar Jahren und weil das ja auch eine Firma ist und weil es ja auch um viel Geld geht, sind so 2-3 Servicefahrzeuge auf der Strecke unterwegs. Und dann, wenn man es nicht selber hinkriegt, kann man vielleicht eine halbe Stunde, bis der irgendwann vorbeikommt und dann wird das Rad repariert und dann kann man die Sache zu Ende machen und die Platzierung ist dann halt zum Teufel. Aber für viele ist ja auch das Bewältigen überhaupt das Hauptziel. Und die Platzierung ist ziemlich unwichtig halt. Mhm. Denn man will halt irgendwann mal nach Hawaii oder nach Nizza, dann muss man halt auf jeden Fall unter die ersten 10 kommen in seiner Altersklasse sonst. Und dann kommt, dann darf man bei der WM dann teilnehmen? Ja, okay. Genau. Wie, du zahlst wahrscheinlich Startgeld, oder? Genau. Was kostet so ein Startgeld für einen Ironman? Das kostet schon mal 500, 600, 700 Euro, je nachdem, was es ist. Aber
in Afrika zum Beispiel hat es nur 350 gekostet. Okay. Weil das auch ein wesentlich ärmeres Land ist halt. Ja. Aber im Vergleich zu der ganzen Vorbereitung und zu allem, zu den Fahrrädern und zu dem Equipment, wird das wahrscheinlich nicht den entscheidenden Punkt ausmachen, wie teuer der Startgeld da ist. Ironman ist schon ein privilegierten Sport, muss man schon sagen. Man hat die Schwimmbadkosten, man hat die Laufsachen, man hat die Radsachen. Deswegen ist schon teurer als nur Laufen jetzt zum Beispiel. Okay, so, jetzt hast du das Fahrrad da abgegeben. Genau. Und deine Sachen abgegeben und dann gehst du ins Hotel zurück und legst dich hin und wartest, bis der nächste Tag kommt. Und essen, Gummibärchen. Immer essen, essen, essen. 800 Gramm Kohlenhydrate ist eine ganze Menge. Wenn man überlegt, dass vielleicht so eine Portion Nudeln 100 Gramm hat, müsste man ja 8 Mahlzeiten Nudeln essen. Aber da wäre der Magen ja viel zu voll. Deswegen isst man so ungesunde Sachen, wo 80% Zucker drin sind oder 90% Zucker. Wie ernährt man sich denn an dem Tag? An dem Tag ernährt man sich auch mit sozusagen Zuckerwasser, also isotonische Getränke, aber im Prinzip ist da nur Maltodextrin und Fructose drin und Wasser und ein bisschen Salz. Und das muss man jede Stunde, trinkt man so eine Radflasche leer mindestens. Wenn es heiß ist, trinkt man vielleicht sogar 2 Radflaschen pro Stunde. Und unterwegs gibt es, beim Schwimmen natürlich nicht, aber auf der Radstrecke gibt es so alle 15, 20 Kilometer Versorgungsstationen. Dann gibt es dann so große Behälter, wo man dann ranfährt und schmeißt die leeren Flaschen rein und nimmt sich von Helfern, kriegt man neue Flaschen gereicht und dann fährt man wieder mit gefüllten Flaschen weiter. Und wenn man die unterwegs wegwirft, wird man auch disqualifiziert. Und echt? Dann gibt es noch so Riegel und Gels, das hat man dann so in der Rückentasche drin zum Beispiel. Manche nehmen auch Bananen oder ein Wurstbrot mit, aber das sind halt auch dann eher die 15, die 16 Stunden unterwegs sind. Achso, ich dachte, die eine Wette verloren haben. Oder die eine Wette verloren haben. Aber wer es engagiert macht, der macht das nur mit so Gels, Riegeln und Getränken. Wann kommt der Tiefpunkt? Also man sagt ja immer, beim Marathon gibt es irgendwie so Kilometer 32 oder sowas. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. 35, 32, da kommt der Mann mit dem Hammer, ja, genau. Und dann denkt man sich, was mache ich hier eigentlich und ist eigentlich so völlig am Ende. Wie ist das denn beim Ironman? Also das sind auf jeden Fall, kommt das so in Wellen. Erstens beim Schwimmen hat man eigentlich, oder habe ich auch mit am meisten Respekt, das ist auch relativ, auch schon so ein bisschen gefährlich. Also früher war Massenstart, das heißt, bei meinem ersten Ironman in Frankfurt sind wir mit 3.500 Leuten gleichzeitig in den Langener Waldsee. Das kann man sich ja vorstellen, als wenn man so ein Stück Fleisch in den Piranha-Teich schmeißt. Also das ist nur Gewimmel, Geschlage, man kriegt eine halbe Stunde lang mindestens Tritte und Schläge ab, bevor man sich da so rausgewühlt hat. Also das ist einfach auch ein bisschen gefährlich. Also vom Schwimmen hat man am meisten Respekt. Jetzt mittlerweile wird in Wellen gestartet, immer zwischen 200 und 400 Leuten, die dann auch nach Geschwindigkeiten eingeteilt sind. Also da ist alles ein bisschen zivilisierter. Gibt es mal immer noch mal einen Tritt und es ist ein bisschen ruppig, aber längst nicht mehr so wie früher. Und am Ende des Schwimmens konzentriert man sich unheimlich auf den Wechsel, weil Ironman-Veranstaltungen sind ja meistens sehr viele Starter, das heißt 2.000, 3.000, 4.000. Und da stehen halt 4.000 Fahrräder auf 2 Fußballfeldern. Und man muss dann halt sein Fahrrad finden. Die Zeit läuft halt. Die Fahrräder stehen in nummerierten Reihen. Und dann muss man halt unter 4.000 Rädern sein Rad finden und sich das schnappen, die Schuhe anziehen. Man hat eventuell einen Neoprenanzug an, wenn es kälter ist. Dann muss man den noch ausziehen. Dann muss man den an seinen nummerierten Platz bringen. Und der ist ja dann auch wieder woanders. Also beim Ende des Schwimmens konzentriert man sich unheimlich auf den Wechsel. Wo ist mein Fahrrad? Am 7. Baum neben der roten Toilette muss ich abbiegen und dann könnte es da irgendwo stehen. Also da ist man erstmal unheimlich fokussiert. Dann auf dem Fahrrad fährt man los und denkt, okay, jetzt bin ich eine Stunde 10, Stunde 20 geschwommen. In der Zeit habe ich nichts gegessen, nichts getrunken. Also wird erstmal gegessen und getrunken. Das ist aber nicht so einfach. Man hat so ein bisschen seekrank vom Schwimmen und so und muss irgendwie gucken, dass man das Essen drinne behält. Man ist seekrank, das heißt, es ist ein... Schaukelt schon manchmal, wenn man mehr schwimmt oder so. Also in Afrika waren auch mal zwei Meter hohe Wellen halt. Ne? Da wird man auch seekrank, wenn man eine Stunde schwimmt halt, wenn es immer hoch und runter geht und rechts und links. Also kann schon sein, dass man sich mal übergibt. Wow. Das heißt, du bist eine Stunde 10, Stunde 20 geschwommen dann, genau. Ne? Ja, genau.
Und während dem Schwimmen, hast du während dem Schwimmen, schaltet man dann irgendwann ab und schwimmt so vor sich hin und denkt darüber nach, wie der nächste Goldring aussehen soll? Oder, Das mache ich im Training. Das wirklich im Training schon. Und bei dem Wettkampf selbst, was machen deine Gedanken dann? Man hat kaum Zeit zu denken, weil erstens muss man gucken, was der neben einem macht und dann muss man die Strecke ja auch finden. Das heißt, im Meer sind dann farbige Bojen. Mhm. Man versucht halt, den kürzesten Weg zu der Boje zu finden. Also da ist man unheimlich konzentriert, die Strecke zu finden. Da geht es ja auch hoch und runter. Man sieht dann die Boje nur, wenn man oben auf der Welle ist. Und dann merkt man, dass man die letzten 5 Minuten ein bisschen falsch geschwommen ist. Die Strecke dann für einen länger wird. Mhm. Also Gedanken hat man da wenig. Das ist auch interessant, wie kurz einem das dann vorkommt. Im Training ist das manchmal eine Ewigkeit. Und dann lässt man auch seine Gedanken schweifen, wie der nächste Ring aussehen wird oder sowas. Und beim Wettkampf selber, man ist so fokussiert und die Zeit geht wirklich wesentlich schneller rum, als das im Training ist oder als man sich das so vorstellen kann. Und dann kommt schon der Wechsel halt. Das heißt, es fängt ja mit Schwimmen an, ne? Ja. Das heißt, und nach dem Schwimmen läufst du jetzt zu deinem Fahrrad. Da sind, keine Ahnung, 3000, 4000 Fahrräder stehen da. Genau. Und jetzt musst du dein Fahrrad finden. Und da ist eine Nummer wahrscheinlich dran. Genau. Und jetzt läufst du zu deinem Fahrrad, springst auf dein Fahrrad, fährst los. Dann hast du 180 Kilometer Fahrradfahren vor dir. Genau. Das sind dann oft, ist das in Runden aufgeteilt, weil die Strecken ja sonst zu weit von Start und Ziel weg sind, dann sind dann manchmal 30 Kilometer Runden oder 60 oder in Afrika waren es dann 2 Runden a 90 Kilometer, die man dann abfährt. Genau, und da konzentriert man sich auch wieder die ganze Zeit auf das Essen und das Trinken, guckt auf den Tacho, guckt, wie schnell ich bin, wie hoch ist mein Herzfrequenz. Dass wie hoch muss es sein? So, dass man im unteren Ausdauerbereich ist, also dass man nicht überpaced und keinen Laktat bildet, weil man sonst kein Fett verbrennt, sondern nur Kohlenhydrate und nur mit Kohlenhydrataufnahme schafft man keinen Ironman. Das heißt, man muss eine Geschwindigkeit finden, wo der Körper Fett und Kohlenhydrate gleichzeitig verbrauchen kann und keinen Laktat aufbaut, dass man das schafft. Gibt es eine Geschwindigkeit, wo nur Fett verbrannt wird? Wäre für mich beim Gehen, ja. Fast, oder beim ganz lockeren, langsamen Joggen sind es dann 90% Fett oder so, ja. Das heißt, du musst darauf achten, dass deine Herzfrequenz ausgewogen ist und wenn du merkst, dass es zu hoch geht, musst du langsamer machen einfach. Ja, genau. Also das heißt, du fährst quasi nach Tempomat für dich selber. Genau, ja, das ist ein guter Ausdruck. Man muss nach Tempomat fahren, ja. Man darf sich nicht überpacen und zu langsam ist man in der Regel nicht, wenn Leute an einem vorbeisausen und Zuschauer stehen an der Strecke und jubeln und in Rot bei Nürnberg bei dieser langen Distanz, da ist ein relativ langer Berg, da stehen Leute in Dreierreihen, also da gibt es bis zu 100.000 Zuschauer, wo man da durchfährt und da überpaced eigentlich dann fast jeder. Weil man davon angetrieben ist. Ja, man ist total euphorisch und die Leute brüllen und da läuft Musik und die haben so Klatschdinger an der Hand und so Rasseln und Glocken und da muss man halt sehen, dass man ein bisschen bei sich bleibt, aber man darf das auch mal mitnehmen, ja. Mhm. Genau. Was ist beim Schwimmen zum Beispiel das Schwierigste? Also weil Körper irgendwie hat er irgendwo Probleme oder ist es einfach nur den Weg finden, der Rest passt schon? Ja, nicht zu viele Schläge abkriegen oder einen Tritt vor die Brille, wenn man da nichts sieht, das ist schwierig und oft, weil der Körper das auch nicht so gewohnt ist in dieser waagerechten Lage und die Beine hinten so baumeln, kriegt man leicht auch mal einen Krampf beim Schwimmen. Das ist einfach leider so. Das ist dann einfach, wenn das passiert, sehr unangenehm. Da kann man sich auch nicht so richtig vor schützen mit Magnesium oder da gibt es keine Geheimmittel. Und wenn du einen Krampf kriegst, musst du dann abbrechen oder? Ja, wenn man mit Neopren schwimmt, dann kann man sich ja zum Beispiel auf den Rücken legen und den mal das Bein wieder strecken oder mal den da drauf drücken oder so. Und in der Regel kriegt man den dann auch wieder weg, ja. Also das heißt, die Veranstaltung ist noch nicht vorbei dann für dich, nur weil man einen Krampf hatte? Nein. Hm. Aber unangenehm, weil du dann schon nochmal eine Zeit danach auch noch weh. Ja. So, jetzt fährst du Fahrrad. Jetzt hast du gesagt, man versucht da sehr viel zu trinken und zu essen. Und jetzt kommt natürlich die Frage auf, wenn du jede halbe Stunde was trinkst, ne, wo geht das hin? Also ich habe in Rot bei Nürnberg diese Langdistanz, die war bei 38 Grad im Hochsommer. Da habe ich hinterher überschlagen, dass ich ungefähr 15 Liter getrunken habe. Und war keimer auf Toilette.
Das verdunstet dann einfach. Man verbraucht das. 15 Liter. Ja. Wie lange fährst du? Wie lange ist da, bei der Veranstaltung war ich 11 Stunden unterwegs. Und der Fahrradteil ist wie lang? Der ist dann 5,5 Stunden. Aber mit den 15 Litern ist er beim Marathon auch noch dazu. 15 Liter, unglaublich. Und dann und das hast du alles rausgeschwitzt. Sehr gut. Ja. Also, aber es gibt da auch mal so Dixie-Häuser manchmal. Ansonsten hält man an und geht auf Toilette. Genau, die Zeit läuft weiter. Man ist einfach für alles selbstverantwortlich. Beim Startpunkt, beim Startschuss startet die Uhr. Und was man in der Zeit macht, wie oft man auf Toilette geht oder ob man ganz gemütlich sein Fahrrad sucht oder ob man, manche ziehen sich nochmal komplett um, weil sie nicht gern mit nassen Sachen losfahren oder so, das ist dann alles sein eigenes Problem. Die Zeit läuft einfach. Oh, aber bei so vielen Leuten, kriegt man das denn mit, wenn irgendjemand, keine Ahnung, schummelt oder? Naja, die Veranstalter versuchen sich schon dagegen zu wehren. Man hat ja so einen Zeittransponder halt am Fußgelenk. Man läuft über Zeitmessmatten. Ah ja, okay. Wie beim Marathon auch. Aber wenn einer wirklich will, wenn da jetzt unterwegs einer mit dem VW-Bus wartet und der da hinten schnell einsteigt und sich 10 oder 50 Kilometer fahren lässt. Bis zur nächsten Zeit mal. Ja, dann wäre das halt so, aber er bedrückt sich halt nur selber. Die Amateure bekommen ja kein Geld dafür, ob die jetzt nur Fünfter werden oder 25. Bei den Profisportlern, die damit Geld verdienen, da wird das halt noch genauer kontrolliert. Aber bei den Amateuren, wer unbedingt mogeln will, der kann das wahrscheinlich, aber der bemogelt sich ja nur selber halt. Was ist der Unterschied zwischen Amateur und Profi? Also sind das schon Sponsoren oder wie? Das sind Berufssportler halt. Ne? Die zum Beispiel sind welche bei der Bundeswehr oder so. Die sind dann starten halt für die deutsche Nationalmannschaft oder die anderen Langdistanzsportler, so wie Patrick Lange ist da jetzt so ein Bekannter oder der Jan Frodeno, der jetzt aufgehört hat, die hatten Sponsoren wie Mercedes oder Allianz oder auch Kleidung. Wer noch nicht so weit ist, hat halt vielleicht nur den Bäcker Innacker als Sponsor oder so. Ja. Oder Hühnerjede. Ja. Und dann gibt es halt da, das Startgeld kriegt man dann vielleicht bezahlt für so einen Aufdruck oder so. Aber Berufssportler, die leben davon. Die haben dann eine Sportprofilizenz und haben dann ihre Verträge halt mit Ausrüstern und das ist dann den ihr Beruf, Triathlet vom Beruf. Okay, was bist du vom Beruf? Ich bin Triathlet. Genau, Profi-Triathlet. Ja. Jetzt fährst du bei diesem Fahrradfahren. Gibt es da irgendwann einen Punkt, wo du sagst, warum bin ich hier? Ja, den gibt es eigentlich auch schon manchmal beim Schwimmen, wenn man den dritten Schlag abgekriegt hat. Und das hatte ich vorhin schon mal einmal kurz gesagt, das ist immer so in so Wellen. Immer wenn so vielleicht die Energie so ein bisschen weniger wird im Körper, dann sagt das Gehirn schon irgendwie, könntest du jetzt auch auf dem Sofa sitzen und warum machst du das jetzt hier und nimm doch einfach ein bisschen raus oder fahr einfach rechts ran, dann ist die ganze Sache vorbei. Und ich trinke dann was und wieder ein bisschen mehr Energie und anderen Leuten geht das ja genauso, mit denen unterhalte ich mich dann und irgendwann ist dann der Tiefpunkt wieder rum und dann wird man wieder euphorischer, dann überholt man wieder 2, 3 Leute, die einen vorher überholt haben und dann ist die Energie wieder da und dann geht es bis zum nächsten kleinen Tiefpunkt weiter. Und das ist beim Radfahren aber noch nicht so schlimm. Beim Fahrradfahren kann man ja auch einfach mal die Füße hochnehmen und das Fahrrad rollt einfach weiter oder man fährt einen Berg hoch und dann kann man auch erstmal wieder 5 Minuten irgendwo runterrollen und sich ein bisschen erholen, ein bisschen was trinken. Beim Laufen wird es dann halt wesentlich schwieriger, weil wenn man dann halt, dann kann man halt nicht rollen oder so. Man bleibt dann halt einfach stehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und das passiert dann auch fast immer, dass man halt, da gibt es dann auch wieder diese Versorgungsstationen, die sind dann alle 3, 4, 5 Kilometer oder so am Rand je nach Strecke. Und dann sind da so lange Tische aufgebaut, da gibt es dann Riegel, Gel, Apfel, Bananen, Salzbrezeln und Red Bull oder irgend sowas. Und diese langen Tische am Anfang, auf der ersten Runde joggt man da vielleicht noch und schnappt sich immer so einen Becher. Aber irgendwann, wenn der Tag dann halt auch schon 10 Stunden alt ist und die Sonne brennt, fängt man dann halt auch schon mal an zu gehen an diesen Versorgungsstationen und dann halt wieder dieses Anlaufen und so, das sind dann die eigentlichen letzten wirklich harten Kämpfe bei so einem Ironman. Dann wieder anfangen loszulaufen und das tut dann wirklich alles weh. Also der Nacken tut weh, die Arme tun weh, der Popo tut weh, der Rücken, die Beine sowieso. Man hat vielleicht schon Blasen sich gelaufen, weil wenn es heiß ist, kippt man sich ja unterwegs ständig Wasser über den Kopf, dann hat man nasse Strümpfe, nasse Schuhe und dann hat man auch Blasen an den Füßen und also die letzten Stunden bei einem Ironman sind nie schön.
Und das ignoriert man einfach und sagt, okay, Blase, ist egal, ich laufe einfach weiter? Das ignoriert man und man sagt, ich will diese Medaille. Ich will diese Medaille von dem Hamburger oder Frankfurter Ironman. Ich will, dass ich dann da über das Zieltor, durch das Zieltor laufe und dass der Sprecher sagt, you are an Ironman. Und dann kriegt man die Medaille umgehangen und die letzte Stunde hält man sich daran fest. Ich will diese Medaille. Ich will, dass der zu mir sagt, you are an Ironman. Krass. Ich muss jetzt gerade daran denken. Es gibt in der Bibel eine Stelle, wo Paulus, der erklärt und sagt, wie ein Läufer, der sich darauf vorbereitet und diesen Wettkampf, sich für den Wettkampf vorbereitet. Und das bekommt für mich gerade eine ganz, ganz andere Bedeutung, wie wenn ich sehe, was für ein Fokus, was für ein, wie egal alles andere ist, wie du darauf fokussiert, zielstrebig, das die Schmerzen und alles in Kauf nimmst, um das zu Ziel zu erreichen. Genau. Der bekommt für mich gerade eine ganz andere Dimension. Und am Ende ist es so, dass gestandene Männer und auch Frauen, da wird auch mal geheult an dem Ziel. Das ist, wenn man da durchgelaufen ist, wenn man es geschafft hat. Ja, dann fällt auch sehr viel Last von einem ab und die ganzen Entbehrungen, die man geleistet hat und alles. Und dann ist man aber sehr, sehr glücklich. Man sagt sich erstmal, das macht man nie wieder. Aber man geht sehr gestärkt aus so einer Sache raus, weil wenn man so einen Ironman geschafft hat und man hat 3 Tage später vielleicht Stress mit dem Nachbarn, weil die Äste über den Gartenzaun ragen oder so. Dann denkt man sich immer, also ich habe vor 3 Tagen Ironman gemacht. Mir kann jetzt erstmal nichts was anhaben. Das heißt, man fühlt sich groß? Groß, stark und wie in einer Ritterrüstung. Schon. Also man hat dann schon ein Ziel erreicht, wo man einfach immer wieder auch drauf zurückgreifen kann, wenn es einem auch nicht so gut geht. Man denkt einfach, du hast diese lange Zeit des Trainings und der Vorbereitung geschafft. Und wenn es jetzt auch vielleicht mal eine andere Prüfung ist oder eine andere Fortbildung oder so, man hat ja immer solche kleinen Sachen im Leben, vielleicht einen Erste-Hilfe-Kurs oder egal was. Man weiß einfach, wenn man sich zielstrebig auf was vorbereitet, dass man das dann schafft. Also es nimmt unheimlich Druck raus. Hat dich das selbstbewusster gemacht? Auf jeden Fall, ja. Schon. Obwohl ich, glaube ich, noch nie so ganz ohne Selbstbewusstsein war, aber es ist einfach nochmal stärker geworden, ja. Das klingt so, als wenn wenn jetzt so die Äste über den Garten ragen, dass man das als Banalität dann empfindet und nicht so als, es ist nicht so wichtig, ne? Also man steigert sich da vielleicht nicht so rein. So klingt das zumindest von der Seite. Ja. Jetzt läufst du durchs Ziel, du bist völlig am Ende. Was machst du dann? Die Partnerin wartet zum Beispiel oder die Tochter oder Freunde. Man fällt sich in den Arm halt. Man wird in den Arm genommen, dann wurde man total durchgeschwitzt und verrotzt ist. Es ist Liebe. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Man empfängt seine Trophäen. Das ist ja dann noch meistens mit weiteren Zugaben reizt ja der Veranstalter. Also man kriegt ja eine Medaille, man kriegt ein Handtuch mit einem Aufdruck und eine Mütze und einen Rucksack, wo das dann draufsteht. Und man geht dann durch so einen kleinen Parcours und kriegt da jede Menge Geschenke und Lobpreisungen und dann ist da ein Riesenbuffet dann aufgebaut und man sitzt dann mit den ganzen anderen, die es auch geschafft haben, man sieht nur glückliche, verheulte Gesichter und isst dann erstmal eine Stunde andere Sachen, ne? Pizza oder trinkt ein alkoholfreies Bier oder alles Sachen, die man unterwegs halt nicht hatte und feiert sich selber, kann ich auch nicht anders sagen, kann man auch so zugeben, die Cloud feiert sich sozusagen selber und man genießt dann die Zeit noch ein bisschen und wenn man diesen Bereich dann verlässt, dann ist gerade in Frankfurt, dann ist man wieder so an der Zeile, in der Fußgängerzone und dann ist es auch schon wieder so ein bisschen abgehakt, das Ganze. Das ist dann so ein bisschen traurig teilweise. Es ist dann auch schnell wieder rum. Fällt man dann so ein bisschen in so ein Loch, wenn man da? Man fällt auf jeden Fall in so ein Loch. Man hat die nächsten Tage keine Aufgaben. Also man kann nicht trainieren, man soll nicht trainieren. Man holt sein Fahrrad dann wieder ab aus der Wechselzone, man räumt seinen ganzen Kram zusammen. Zu Hause muss man alles natürlich auswaschen und sauber machen. Und dann hat man aber erstmal nichts zu tun. Ja. Also Training macht keinen Sinn. Der nächste mögliche Ironman ist weit weg. Und man ist schon so ein kleines Loch. Und man erholt sich aber dann noch schnell davon. Und ich mache dann auch viele Sachen, die dann halt auf der Strecke geblieben sind. Ne? Dann grillt man halt mal mit Freunden wieder und geht einkaufen, fährt mal in eine Stadt oder macht so einen kleinen Ausflug. Alles, was man dann halt vorher nicht gemacht hat.
Was ist mit deinem Körper, wenn du also diesen Ironman zu Ende gelaufen hast und du, okay, du hast jetzt da deine Pizza gegessen. Was ist mit deinem Körper? Der erholt sich scheinbar sehr schnell, aber auch nur solange er nicht gefordert wird. Also wenn man dann selbst 5 Tage später eine Runde joggen will, dann tun die Beine sofort schlagartig weh. Also der Körper will dann auch erstmal ein, wie lange musst du dann Pause machen? Naja, vielleicht ein bisschen schwimmen oder so, das geht dann schon mal wieder nach einer Woche, aber und Fahrradfahren, dann fahre ich halt nur mal nach Breitenbach an See oder so und esse da eine Kugel Eis oder sowas, so kleine Sachen, einfach so ein bisschen leicht bewegen schon, aber richtiges Trainieren, das dauert 2, 3, 4 Wochen, dass man auch wieder Spaß hat am Laufen und so, aber man muss es ja dann auch nicht. Ne, man hat ja dann erstmal kein Ziel und... Wie lange dauert das dann, bis du das nächste Ziel hast? Na jetzt, letztes Jahr war es ja mit diesen 2 Ironman in Afrika und dann wusste ich ja, dass ich da nach Nizza fahre. Das war dann im September. Dann waren es dann halt 6 Monate, aber wenn ich jetzt nicht so ein spezielles Jahr habe, wo ich mich für irgendwas qualifiziere oder so, in der Regel macht man ja maximal 2, eher nur 1 Ironman im Jahr. Und wenn man den gemacht hat, ist das auch erstmal rum. Dann, ne? Also machst du fast jedes Jahr einen? Naja, in den 20 Jahren waren es ja jetzt 10, das heißt, also auch im Schnitt jedes zweite Jahr einen dann. Ne? Und okay, wann steht der nächste an? Erstmal habe ich die nächsten 2 Jahre keinen Ironman geplant. Diese Weltmeisterschaft, das sollte auch so eine Art Abschluss sein von diesen ganz krassen Geschichten. Ja. Aber dadurch, dass die Firma Ironman sozusagen das mit Hawaii ja so gemacht hat, dass man nur noch jedes zweite Jahr nach Hawaii kommt, würde ich es vielleicht in 2, 3 Jahren nochmal probieren, aber nächstes Jahr nicht und übernächstes Jahr nur vielleicht. Also du bist jetzt 58, in 2 Jahren, dann... Ist man in der Altersklasse M60, genau. Und wie lange macht man sowas? Es gibt in Hawaii Leute, die mit 80 über die Ziellinie noch laufen. Und die komplette Distanz schaffen? Die komplette Distanz schaffen. Das ist aber nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, gesund zu sein und Spaß zu haben und vielleicht wird es auch gar kein Ironman mehr. Mhm. Da bin ich jetzt relativ entspannt, weil ich, wie gesagt, mit Afrika mir so einen Traum erfüllt habe und mit der Weltmeisterschaft mir so einen Traum erfüllt habe, dass das sich schwer steigern lässt und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich weiteren Zielen hinterher jagen muss. Wenn sich was ergibt und wenn das irgendwie so passt und mich nochmal reizt, dann ja, aber wenn, ich muss jetzt nicht mehr. Okay. Das ist eigentlich auch sehr entspannt. Unglaublich. Also das finde ich ganz spannend, mal zu hören, wie, wie Menschen so fokussiert sein können. Ist es tatsächlich so, also ich denke viel auch über Charaktereigenschaften nach und sowas. Und wenn ich von diesen Charaktereigenschaften höre, dieses Fokussiertsein, dieses Strukturiertsein, da würde ich mir oft gerne eine Scheibe von abschneiden. Bin ich nicht so als kleines Kind gewesen und immer noch nicht. Es verändern sich Dinge, aber leider nicht so, wie ich es gerne hätte. Also ich hätte da schon andere Vorstellungen. Deswegen finde ich das natürlich umso faszinierender, wenn Menschen so schaffen, so zu planen, ihren Tag so zu planen und so auf ein Ziel hinarbeiten, auf so einen Lauf, beeindruckend. Ich stelle zum Schluss immer eine und dieselbe Frage. Und die lautet, macht dein Leben Sinn und wenn ja, welchen? Macht mein Leben Sinn? Naja gut, da wir ja schon viel über meine Tochter gesprochen haben, denke ich schon, dass das Sinn gemacht hat und dass ich halt meine Tochter so weit gebracht habe, dass sie selbstständig und selbstbewusst geworden ist. Und sonst mache ich auch, denke ich, ab und zu Leute glücklich und mit meinem vielen Wissen über Sport und über Training und so weiter konnte ich auch schon vielen Leuten helfen. Von daher bin ich da eigentlich so ganz ausgeglichen und denke schon, wenn ich so zurückgucke, hat es schon so ein bisschen Sinn gemacht. Und auch von der Arbeit her habe ich auch schon den einen oder anderen glücklich gemacht und habe tolle Geschenke für jemanden fabriziert und tolle Trauringe und schon so auch ein paar glückliche Gesichter schon geguckt in meinem Leben. Und von daher finde ich das ganz zufriedenstellend. Frank, ich danke dir. Danke dir fürs Gespräch. Ja, danke auch. Danke, dass ich kommen durfte. War
sehr spannend und mein erster Podcast. Danke.